ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragonberry. Ja, das Paket war zur Abwechslung mal relativ leicht von Zooplus wieder. Aha, ja, ausgegeben habe ich 82,28. Sparplan, 5%, bla bla. Ja, dann schauen wir uns mal die Produkte an. Wieder mal ganz toll viel Plastik. Herzlichen Glückwunsch. Aber dieses Mal bin ich übers Plastik glücklich, weil ich habe schön eine Korkröhre bestellt. Und sie sieht heil aus. Ein Wahnsinn. Oh, die ist hübsch. Sieht man das? Die ist hübsch und sie ist heil. Dieses Mal richtig verpackt, ne? Das freut mich. Ah, die ist hübsch. Der hätte sogar fast für die Meerschweinchen gehen. Die Wiki ist zu dick, da hätte ich Angst, dass sie stecken bleibt. Und der Prinzipop haltet ihr auch super mit. Der ist ja der Schwert, also Prinzipop, der Prinz Lucius von Strobelsteff, ich sage immer Prinzipop. Der ist auch ein bisschen dick, der kommt da nicht durch. Da passen alle durch. Ja. Korkröhre L. Hm. Da passen auf jeden Fall alle Meerschweinchen durch. Da passen auf jeden Fall alle Meerschweinchen durch. Da passt sogar die Buffy durch. Oder Buffy, passt du da durch? Kommst du mal her? Passt du da durch? Nein. Nein, die Kamera, die wollen wir nicht. Nein, die Kamera wollen wir nicht. So. Dann haben wir einen kleineren Tunnel. Noch einen. Der ist super. Ich habe zwar die anderen noch nicht verwendet. Ja, mache ich erst, nachdem ich fix umgezogen bin. Wobei, wenn ich das Video hochlade, bin ich schon fix umgezogen. Bei mir dauert es jetzt noch. Muss ich es vorher auspacken. Dann haben wir, weil ich das letzte Mal gemeint habe, für die Hamster wären die auch super. Vier Hamster, vier Rampenleitern, was auch immer. Wieder im Sparpaket, wenn man zwei nimmt, sind sie günstiger. Also pro Stück günstiger, nicht falsch verstehen. Wobei, so seltsame Angebote gibt es ja auch. Ein Stück kostet 2 Euro und wenn man zwei Stück nimmt, kosten sie zusammen auch 2 Euro oder günstiger. Das ist jetzt 1,50. Ja. Egal. Und 4 Laufräder. Noch ein kleines. Jetzt habe ich die Kamera gestoßen. Ich habe so gern Armbänder, wie man sieht. Nur bei mir reißen die irgendwann. Und jetzt wäre dann schon langsam. Man muss auch sagen, das war früher. Das Armband war früher rot. Knallrot. Das ist so aufgehellt und die reißen normalerweise nach einem Jahr bei mir. Das habe ich jetzt schon fast 2. Und dass ich als Ersatz ein neues habe. Schön in grün. Mit super Fräuchen draufstehen. Hat sogar die richtige Größe. Super, ich glaube, da bestelle ich mir. Die kann man extra kaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel sie kosten. Wenn es das noch extra gibt, muss ich auch dazu sagen, dann blende ich es jetzt ein, wie viel sie kosten.
Weil manche Sachen gibt es zum Kaufen, aber nur kurz und dann sind sie auf einmal weg. Wie zum Beispiel die Zooplus-Tasche. Davon hätte ich gern noch eine gekauft, aber wenn ich nicht darf, dann darf ich nicht. Ja. Und Vierarmster für Laufräder, auch wenn ich dabei noch keine Vierarmster habe, aber wird sich hoffentlich bald ändern. So, ich glaube, das müsste jetzt dann eh schon gewesen sein. Ja, das war jetzt wieder die ganze Zooplus-Bestellung, hoffe ich. Ich vergesse sehr gern mal was dazu zu legen. Ja, nein, das müsste jetzt alles gewesen sein. Das Armband habe ich von meinem Zooplus-Punkten bekommen, habe ich bestimmt eh schon dazu geschrieben, aber ich erkläre es noch einmal. Ich habe schon so um die 400 oder mehr, weiß ich nicht mehr. Und da kann man sich Prämien aussuchen, was ich sehr gut finde. Und da war das Armband dabei. Ich glaube 29 Punkte oder so. Und pro Euro, den man ausgibt, kriegt man einen Punkt. Und bei 65 kriegt man irgendwas. Ist egal, das schreibe ich jetzt alles dazu. Das werde ich da so einblenden. So. Ja, das war das Auspackvideo. War nicht viel, aber ja, dennoch. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Jetzt werde ich die Laufräder auspacken und schauen, ob sie funktionieren. Weil bei einem Laufrad ist mir auch aufgefallen. Na, wo ist denn jetzt? Ist nicht richtig geklebt. Das gehört da angeklebt. Sieht man nicht so. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Ja, schaut ein bisschen chaotisch aus. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und dann sage ich mal tschüss bis Montag. Yeah.